Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von EU. Ja, ich habe mir lange überlegt, weil ich komme so ein bisschen schlecht weiter gerade in dem Level, wo ich bin. Und habe leider nicht so die Zeit, mich da jetzt immer wieder dran zu setzen aktuell. Aber die Leute, die den Stream mitverfolgt haben, die wissen schon, was ich meine. Und zwar sind die ganzen Folgen, diese Anfangsfolgen, nochmal so richtig überarbeitet worden. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass wir die Story jetzt nochmal spielen und die Dialoge auch anhören werden, beziehungsweise ich werde die dann vorlesen. Und ihr könnt dann mal sehen, was sich an den ersten Leveln getan hat, weil es ist teilweise wirklich viel, was umgestaltet worden ist. Ich sage einfach mal, viel Spaß! Es sollte jeden Moment fertig sein. Ich werde mir einen Namen ausdenken müssen. Alf? Sven? Sonja? Konstruktion abgeschlossen. Jakob? Nein. Jack? Ladevorgang ebenfalls abgeschlossen. Verdammt, vielleicht Ralf? Endlich! Hat lange genug gedauert, aber er ist aktiv. Diese neuen Prototypen werden immer kleiner und kleiner. Aber das Design ist ziemlich niedlich. Ha, okay. Was ist der schnellste Weg hier raus? Ah, ein NPC. Vielleicht bekomme ich meine erste Aufgabe von ihr. Ja, wir fangen jetzt natürlich komplett von vorne an. Los, mach mir den Weg frei. Red nicht so lange, ich will weiter. Genau. Hallo Aufzug, wir beide sind keine besonders großen Freunde. So, das ist natürlich noch das Anfangslevel, das ist ja klar. Aber ich nehme wirklich alles von Anfang an mit hier. So. Hui. So, da noch hoch. Moment, kann ich hier rechts noch was machen? Ich glaube nicht, oder? Gehen wir erstmal hier rein. So, sehr gut, du hast den Teleporter gefunden. Ja, ich bin so gut. Ich habe auch einen Schlüssel gefunden. Und eine Kiste. Loot ist immer gut. Achso, das sehe ich ja noch gar nicht, stimmt ja. Erkunden wird belohnt. Nein, wieso bin ich jetzt wieder runtergefallen? So haben wir hier aber nicht gewettet. Noch mal rein hier. Nein! Och nee, das hat so schön im Stream funktioniert. Und jetzt funktioniert es nicht, weil ich hier gerade eine Endlosschleife habe, weil ich immer wieder da reinfalle. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, sehr gut. Nein! Ich sag ja, diese Aufzüge und ich, wir sind definitiv keine Freunde. Die versuchen immer, mich kaputt zu machen. Ich weiß nicht, warum. Ja, lass mich endlich zum Ziel. Du versaust meine Bestzeit. Lass mich zum Ziel. Ja. Sehr schön. Übrigens, die Steuerung ist im Moment noch die gleiche, aber es wird bald ein Update geben. Dann ist das Ganze hier auch, also hier auch im Menü und so weiter, mit dem Controller bedienbar. So, dann gehen wir jetzt auf Level 2. Da du jetzt funktional erscheinst, lass mich dir unsere Hauptanweisung erklären. Meine einzige
Anweisung ist, aus diesem Höllenloch zu verschwinden. Ich will einfach nur nach Hause kommen und entspannen. Nach Hause? Dein Zuhause ist dieses Schiff. Und ich bin dein Befehlshaber. Aber... Es gibt hier kein Aber. Siehst du diese Fahndungsplakate? Es ist unsere Aufgabe, diese Verbrecher zur Strecke zu bringen. Wirklich? Jagen nach irgendwelchen Schlägern? Das ist nur eine lahme Tötungsquest. Ich bin im Handumdrehen fertig. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen, um mich zu entspannen. Selbstbewusst sind wir also. Dann beeil dich. Und denk daran, du entscheidest nicht, wann du fertig bist. Ja, das ist richtig. Weil die bösen Roboter hier, die mich immer wieder blockieren beim Anfangen und beim Beenden, die entscheiden, wann ich fertig bin. Da können wir direkt mit. Sehr schön. Ja. Ich habe es leider zu spät gesehen. Ich würde gerne die Donuts, die Dinger hier mitnehmen. Nein, doch. So, das nehmen wir alles mit. Fähnchen ist immer gut. Ja, wir kennen deine Fähnchen. So, und hier seht ihr schon mal das Erste, was neu gemacht worden ist. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe... Nein, nein. Ah. Okay, also man kann nicht richtig springen, wenn man da unten hängt. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe, ja, viele Leute verflucht dafür, dass das geändert worden ist. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Hier am besten erstmal nach unten, ne? Nein! Dann gehe ich halt nicht erstmal nach unten, sondern gehe erstmal nach oben. So, jetzt aber. Nein! Oh. So. Ich räume mich erstmal aus dem Weg hier. Dann räume ich dich aus dem Weg. Da kommt jetzt nichts runter gerade. Oh, das ist so fies. Das ist so fies. So. Weg mit euch. Dann. Das kommt man nicht einsammeln, ne? So, jetzt ist die Frage... Ob wir lieber warten sollten, wollte ich eigentlich gesagt haben. Aber das hat sich dann damit erledigt. Ein Fähnchen. Fähnchen sind immer gut. Und natürlich bin ich getroffen worden. Nein, da unten ist auch noch sowas. Oh, ich hab's geahnt. Roboter funktioniert einwandfrei. Ja, aber nicht, wenn ich den gespielt habe. Danach ist der im Eimer. Tut mir leid. So. Da haben wir nochmal einen Schlüssel, den nehmen wir auch mit. Uhu. Wo ist der böse Aufzug? Dankeschön. So, der Kommandant erwartet dich. Sehr gut. Böser Kommandant, ich will doch nur ins Ziel. Ihr versaut mir immer meine Bestzeiten. Oh, sehr schön. Ich bin doch nur ein armer kleiner Roboter. Ich möchte doch nur hier raus und auf die Couch. Oder wo wollte er sich entspannen? Ich weiß es gerade nicht. So, Level 3. Da dein Sprungmodul in Ordnung zu sein scheint, habe ich weiteres Basistraining vorbereitet. Nichts, womit die beste KI des Universums nicht umgehen könnte.
Die größte KI des Universums scheint so, als sei er doch beschädigt. Nun, Mister, ich bin so großartig. Meine Trainingsdruiden sind bereit. Falls du doch nicht weiterkommen solltest, möchte ich dir einen Freund von mir vorstellen. Aros, der Schmied. Hallo, kleiner Fremder. Wenn du ein Update brauchst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Und da meine Arbeiten handgefertigt sind, haben sie alle meine Dienstleistungen ihren Preis. Aber für Neukunden gibt es zeitlich begrenzt 5% Rabatt. Ein Walross? Du bist der Schmied? Können deine fetten Flossen überhaupt einen Hammer halten? Tja, Fremder, ich schätze, dein Rabatt wurde gerade gestrichen. Wenn du es schaffst, diese Schrauben zu sammeln, kannst du meine handgefertigten Ausrüstungsgegenstände und Upgrades kaufen. Ha! Handgefertigte Ausrüstung! Du bist so langweilig wie immer, Bruder. Hallo, kleiner Mann. Mein Name ist Rodef. Arosk und ich führen unseren Laden zusammen. Wie du dir vorstellen kannst, muss auch jemand die Feinarbeiten erledigen. Gleich wirst du meine fetten Flossen spüren, unverschämter Kerl. Süßer Bruder, das war nur ein Scherz. Und denk daran, Ejo, bitte besuche uns jederzeit, wenn du deine neue Ausrüstung benötigst. Also Schrauben, um neue Ausrüstung zu kaufen? Von mir aus. Das könnte mir helfen, hier schneller rauszukommen. Ich werde sehen, ob ich es brauche. Ja, und wir brauchen es auf jeden Fall. Allerdings habe ich natürlich schon die gute Ausrüstung, sage ich mal. Wo ich auch sehr froh drüber bin. Ich dachte gerade, der kommt hier runter. Hallo? Nein. Okay, das macht doch Schaden. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, weil ich da jetzt schon drin gestanden habe. Okay. Ja. Passt. Sehr schön. Ach so, ja, es macht nur Schaden, wenn es so groß wird. Das ist der Clou dabei. Uhuhu. Na? Scheiße! Warum kommt das hier rum? Und warum tötet das nicht die Gegner? Sauerei! Kommt da jetzt noch einer, wenn ich jetzt da runterspringe? Ich hoffe nicht. Okay. So ist gut. Also, wie gesagt, ich habe es ja schon im Stream gespielt, aber solche Sachen erschrecken mich immer wieder, muss ich sagen. Ja, das reicht schon, okay. Ja, dreh dich nochmal um, das ist mir ein bisschen zu heikel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt so runter kann. Nein, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht. Oh. Nein. Ja, das war jetzt richtig clever von mir. Oh, nein. Nein, nein, nein. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Nein. Wir sind hier nicht bei Indiana Jones. ja. Ich gehe erstmal runter, würde ich sagen. Da ist nicht so ein Ding. Frage ist, muss ich die unbedingt mitnehmen da oben? Aber da muss ich, glaube ich, so oder so hin. Oder eventuell auch nicht. Dann machen wir es so. Oh. Ich wollte gerade aufs Blaue drauf. Das war dann keine so gute Idee. Ja, ist ja gut. Ja.
wollte gerade sagen, der geht wieder zurück. Aber da kommt doch ganz sicher oben wieder so ein Viech runter. Genau. Oh. Also so ein Viech. So ein Ball halt, ne? Ach, das kann ich damit... Das kann ich damit abhalten? Echt jetzt? Uhuhu. Ich geh mal weiter. Ja, hallo. Ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Ja. Sehr schön. Egal, wie oft man die Level gespielt hat, ist es trotzdem immer wieder aufregend, finde ich. So, wir sind jetzt bei 4. Jetzt darf ich auch weitermachen. So. Da gibt es diesmal nichts zu lesen. Ich gehe schon mal zum Ziel. Na gut, dann eben nicht. Ihr seid gemein. Zeigen einem hier das Ziel an und man darf nicht hingehen. Oh, oh, oh. Ja. Den nehmen wir noch mit hier. So. Du kannst mich nicht erreichen. Oh! Das war jetzt nicht so gut. Nein. Geh weg hier. Nö? Finde ich auch. Wobei das jetzt nicht mehr so. Doch, der war aber gut. Der war richtig gut. Komm. So. Oh. Oh. Ihr wollt mich veräppeln. 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 Oh. Das nehmen wir mit. Oh. So, das auch noch. Nein, 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 nein. Oh. Okay, das schieben wir mal ein bisschen. Wieso hat der das hier kaputt gemacht? Geht's noch? So. Jetzt aber. Ich habe ein bisschen Panik. Nein. Ihr seid gemein, gemein, gemein. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, gut. Sehr schön. Nehmen wir mal unsere Belohnung entgegen. Und weiter geht's mit Level 5. Das ist so langweilig. Hey Crowbar, wie wäre es mit einer echten Herausforderung? Hey, oh Kleiner, die Herausforderung fängt jetzt erst an. Mach dir keine Sorgen. Ich habe ein paar Geschenke für dich vorbereitet, aber ich empfehle dir, sie zu meiden. Geschenke? Das hättest du nicht tun sollen. Ich habe nicht einmal Geburtstag. Wovon sprichst du? Natürlich ist heute dein Geburtstag. Ich habe dich gerade erst gebaut. Hm? Das stimmt wohl. Aber mir ist nicht nach Feiern zumute. Du hast Glück. Es ist doch kein echtes Geschenk. Es sind Minen. Explodierende Minen und ein Minenpanzer. Pah. Minen sind für Kinder. Zeig mir diese Herausforderung. Glaubst du, dass Eju das schaffen kann, Schatz? Er könnte dich immer noch hören. Ja, und wieder darf ich das Ziel sehen, aber nicht einfach so dahin gehen. Es ist wirklich, wirklich unfair. Nein, okay. Ich war jetzt gerade am Überlegen, Moment, da
Da ging die Pfeile nach rechts. Moment. 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 Da müssen wir hin. Sehr schön. Ich sehe es meistens zu spät, aber irgendwann sehe ich die Pfeile auch. Okay. Du auch noch? Dann... Ah, ich habe diese Stelle gehasst. Nein, jetzt komme ich noch nicht mehr da hoch. Oh. So. Das ist okay. Das auch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob man bei dem jetzt auf den Kopf springen durfte oder so. Deswegen lasse ich das mal vorsichtshalber. Okay, so. Der blieb da oben, glaube ich, ne? Ja, okay. Dann können wir uns erstmal hier drum kümmern. Hallo, wo ist das Schutzschild, was ich gerade gemacht habe? Oh. Okay. Zack, das ist schön. Du kommst hier nicht rum. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Ist jetzt die Frage. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht runter, ne? Wie ich das hier sehe. Dann gehen wir mal hier. Das sind übrigens zwei von diesen Dingern. Bong. Auch nicht schlecht. War jetzt so nicht geplant, aber okay. Kann ich euch hier irgendwie... Sehr gut. Ja, noch ein bisschen. Das ist nicht ganz so geplant, das Level, aber wir machen es jetzt einfach mal so. Ich hoffe, die Dinger gehen jetzt nicht irgendwann kaputt. Yes! So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe es so noch nicht gemacht, muss ich dazu sagen, aber so habe ich mir das vorgestellt. Das war jetzt cool. So. Nein, nein. No. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Nein, natürlich nicht. Da gehen wir durch. Ja, von unten konnte man nicht hoch. Naja, gut, okay. Dann lassen wir das erstmal so. Muss ja nicht unbedingt alle haben. So. Oh. Ju. So nicht, mein Freund. Hallo? Schön mit deinem Kopf aufpassen. Ja, wir sind am Ende. Wir sind am Ziel. Yes. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, als letztes machen wir dann Level 6 noch für heute. Ja, danke schön, danke schön. Glück kann ich gebrauchen. Aber das ist natürlich alles können. Na gut, man muss dazu sagen, dass vieles natürlich... ach so, das musste ich darüber schieben. Dass vieles natürlich davon abhängig ist, was man für Sachen hat. Also was man für Ausrüstung hat. Reicht das schon? Ja, okay. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Du kommst nicht runter, genau. Sehr gut. Was nicht so gut ist, ist der Typ da oben. Aber das geht... Oh, huhu. So. Jetzt kommen wir da hoch. Ich wollte gerade noch sagen, jetzt kommen wir da hoch, vorausgesetzt, wir kommen da überhaupt hoch. Hier muss ich rum, genau.
So, ich weiß nicht mehr, was du gemacht hast, aber wir müssen hier wieder zurück, soweit ich weiß. Ah ja, okay. Frage ist jetzt, wir müssen wahrscheinlich rechts weiter, oder? Ach nee, okay. Sehr gut, dass ich dann als erstes dahin gegangen bin. Okay, Fähnchen, hallo? Ich habe mich gerade erschrocken, dass da noch ein zweiter kam. Push the button. Ja, so, das klappt noch. Die waren jetzt ein bisschen sehr schnell. Aber okay, das geht auch noch alles. Wir sind ja jetzt Profi sozusagen. Moment, das war. Da kann man. Nee, da kann man nicht hoch. Okay. Nein. Geh da hoch. Ich muss nämlich. Muss ich ganz hoch erstmal? Ja, auf jeden Fall kann ich ganz hoch. Das ist schon mal gut. Das ist deswegen wahrscheinlich. So, das, das. Push the button. Oh. Uhuhu. Macht der hier überhaupt irgendwas? Ach nee, ich komme ja gar nicht weiter. Moment. Ah, ich muss da hoch zwangsläufig. Das ist nicht gut. Boah. Okay. Push the button. Dankeschön. Ich muss leider wieder gehen. Auf Wiedersehen. So, den nehmen wir natürlich noch mit. Oh, ich hab's total vergessen. Ich wusste, dass es irgendwann hier kam. Nein. Nein, nein, nein. Ihr Schweine. Lasst mich in Ruhe. Aber die 10 Sekunden sind vorbei. Sehr schön. Oh. Achso, hier kam nichts mehr. Sehr schön. Eieiei, das war so eine Vorbereitung, sage ich mal, auf das, was uns ja schon sehr viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Aber wir haben es beendet. Sehr, sehr geil. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, das war es erstmal für die heutige Folge. Die nächsten, ja, zwei, drei Folgen, denke ich mir mal, werde ich dann mich noch dran geben und euch die Veränderungen in den ersten Leveln zeigen. Und dann danach schaue ich auf jeden Fall, dass, wenn ich weitergekommen bin, ich dann auch die Aufnahmen hochlade. Von dem Wald sind wir, glaube ich, aktuell, wo wir stehen geblieben sind. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.